Hallo, in diesem Video möchte ich euch etwas über Weilberechenbarkeit erzählen. Also wir fangen erstmal ganz grob mit den Basics an. Also was ist Weilberechenbarkeit überhaupt? Also im vorherigen Video habt ihr wahrscheinlich euch angeschaut, was Loop-Berechenbarkeit ist und wie die Syntax der Programmiersprache Loop aussieht. Und jetzt haben wir im Wesentlichen nur eine Erweiterung eben von Loop mit einem neuen Schlüsselwort while. Und die Syntax davon ist einfach so, dass wir einen neuen Befehl quasi haben. While x i und gleich 0, do p end. Das heißt, wir haben jetzt noch einen zusätzlichen Befehl oder eine zusätzliche Schleife, dass wir das Programm p so lange ausführen dürfen, solange eine Variable xi ungleich 0 ist. Das heißt, wie auch hier in den normalen Programmiersprachen, wie man das da kennt, sollte man vermutlich in p die Variable xi irgendwo verringern, damit man irgendwann auf 0 kommt und ausbrechen kann aus der Schleife. Das jetzt so als kleiner Hinweis. Und was jetzt das Tolle an while ist, dass wir eigentlich die Loop-Schleifen gar nicht brauchen. Das heißt, jedes While-Programm ist äquivalent, also berechnet die gleiche Funktion, zu einem While-Programm ohne Loop-Schleifen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Also dazu müssen wir ja nur zeigen, dass wir diese Loop-Konstruktion im Wesentlichen durch While konstruieren können. Also wir haben Loop x, do p end. Also nimm den Anfangswert von x und führe x mal p letztendlich aus. Wie schreiben wir das in while? Nun ja, wir müssen erstmal eine neue Variable x1 nehmen, die wir auf den ursprünglichen Wert von x setzen. Also angenommen, wir wollen x halt nicht verändern oder nicht anders verändern als durch p sowieso schon. Deshalb nehmen wir dafür jetzt eine neue Variable x1 und schauen dann, solange x1 ungleich 0 ist, do, und wir müssen x1 verringern, also x1 gleich x1 minus 1, und danach können wir p ausführen. Also hier müssen wir wirklich eine neue Variable benutzen, die vorher nicht in p vorkommt, x1 nicht in p, weil wir sonst eventuell das Ergebnis irgendwie verändern. Es könnte sein, dass, weil wir ja in Loop wirklich nur den Anfangswert nehmen von x, kann es passieren, dass wir in p x verändern. Möglicherweise wird x verändert. Das ändert aber bei Loop nichts, weil wir wirklich bei Loop nur den Anfangswert von x nehmen und dann x mal p ausführen. Wenn wir aber den Wert von x verändern und an dieser Stelle einfach x ungleich 0 schreiben würden, hätten wir halt angenommen, in p würden wir x immer mal 2 nehmen, dann würden wir bei while durch eine solche Konstruktion eben niemals auf 0 kommen, bei entsprechend großem x. Ebenso kann es halt sein, dass wir sowieso in p schon x um 1 verringern. Wenn wir das dann vorher noch tun würden, dann hätten wir halt zu wenig Schritte, deshalb ist das hier nötig. Genau, das heißt, dadurch, dass wir jetzt gesehen haben, wir können Loop x do p end durch diesen Zweizeiler, dass wir erst eine neue Variable auf den Wert von x setzen, die wir x1 nennen, dann while x1 ungleich 0, do x1 gleich x1 minus 1, Semikolon p end. Dadurch können wir halt wirklich jedes Loop-Programm durch while ohne den Loop Befehl ausführen, und außerdem sehen wir dadurch, dass alles, was Loop berechenbar ist, auch while berechenbar ist. Also zusammenfassend gesagt,
haben wir lediglich eine Erweiterung durch ein neues Schlüsselwort, wobei wir dann diese Loop-Schleifen auch gar nicht mehr benötigen. Dadurch folgt, dass aus Loop Berechenbarkeit Wahlberechenbarkeit folgt. Allerdings ist hierbei halt zu beachten, dass die andere Richtung nicht gilt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und einen Einblick in While gegeben. Wenn ja, dann markiert es gerne mit Gefällt mir oder empfehlt es weiter. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt es gerne auch in die Kommentare. Vielen Dank.